So, dann wollen wir doch mal gucken, ob da wirklich jetzt die Spinnenkönigin kommt. Und sie kommt nicht. Ah doch, da. Das war irgendwie abzusehen. Ein großer, bedrohlicher Raum, da muss auch der Boss kommen. Zumal es am Ende von der Minimap war. Aber gut, wer ist dran? Tirik ist dran. Du haust. Du bringst 75 Lebenspunkte. Du hast nicht mehr 75, also kannst du ruhig noch ein bisschen geschlagen werden. Und du trinkst den guten Mana-Trank. Auch vergiftet. Ich hoffe mal, Gift macht nicht auch Stärkeabzug oder irgendwas dergleichen. Oh. Oder sie sollte trotzdem gleich eintrinken. Du. Könntest die Königin debuffen? Damit sie mehr Schaden bekommt. Oder uns schützen. Ich denke mal, Debuff macht jetzt mehr Sinn, weil wir haben ja doch ziemlich viele Heiltränke. Das heißt, uns schützen müssen wir nicht so wirklich. Was mich aber eher interessiert, ist, was das hier alles ist. Also, der Boss ist immun gegen Manipulation von Körper und Geist und gegen Gift. Ja, macht Sinn. Jeder Treffer hat eine 15%ige Chance zu vergiften. Beim kritischen Treffer ist es 100%. Aha. Oh. Und der erste Melee-Angriff einer Runde, der sie trifft, kann sie countern. Sie greift dann nochmal an. Also ja, ziemlich garstig. Debuff. Und der Debuff wird auch schön farblich hervorgehoben. Das ist schon mal gut. Du count. Du count. Du trinken. Und du verbrennst das Ding. Sehr schön. Hauen, hauen, hauen. Jö, kleiner Mana-Trank. Oh, selbst der kleine Mana-Trank hat sich schon voll aufgefüllt. Ich hätte mir mal den großen doch aufsparen sollen für in ein, zwei Level oder so. Ja, aber gut. Alle sind ein wenig angeschlagen. Können wir nicht ändern. Genug Gegengifte. Oh. Genug Gegengifte müssten wir eigentlich später haben. Aber den will ich nicht jetzt schon benutzen, außer es muss sein. Weil sonst entfernen wir das Gift von einem Charakter und der kriegt es nächste Runde gleich wieder. Das ist Verschwendung. So, du brauchst einen Heiltrank. Hauen. Hauen. Könnten sie wegschubsen, aber... Ja doch, das mache ich mal. Hallo? 13 Mana. Ja, kostet 15 Mana. Okay, hauen. Oh. Jo, eine Runde noch. Und kaputt mit dem schönen Level-Up-Sound. Level-Up. Sobald man Gegner besiegt oder eine Quest abschließt, bekommen alle Partymitglieder eine gewisse Anzahl an XP. Mhm. So, stopp. Zuallererst Gegengift. Gegengift. Oh, was mir gerade aufgefallen ist, der Bug ist nicht mehr da. Sehr schön. Also ja, es gab heute oder gestern so einen kleinen Mini-Patch für die Early Access Version. Für euch ist es ein wenig verwirrend. Also wenn ich das jetzt aufnehme, ist das noch vor dem Release der Early Access Version. Das heißt, den Patch kennt ihr schon längst. Ja, auf jeden Fall haben die Jungs und Mädels von Ubisoft schon jetzt vor dem Release noch ein, zwei Sachen reingeschoben, dass das Ganze noch stabiler wird. Und das finde ich sehr schön. Also zum einen scheinen sie gefixt zu haben, dass wenn ein Charakter vergiftet ist, dass dann das Paper Doll hier nicht übernommen wird. Also wir hatten ja Talana vergiftet, dann sind wir auf Tirik gesprungen, sind auf Talana zurückgewechselt, die vergiftet war, und das Porträt blieb bei Tirik. Aber das schien jetzt wohl weg zu sein. Also schon mal sehr schön. Level Up, genau, das wollten wir machen. Genau, hier können wir Punkte verteilen auf die Stats. Das heißt, ihr kriegt einen Might, eine Vitality, eine Attack Value Increase. Ich weiß nicht, Tirik trifft ziemlich häufig. Also so viel mehr Perception brauchen wir nicht. Mach ich mal lieber so und so. Okay. Du. Might.
Perception. Ist ja schließlich unser Damage-Dealer im Nahkampf. Du bekommst Perception und noch Vitality. Weil jeder Charakter so ein bisschen Lebenspunkte braucht. Selbst sie hier. Vitality 4. Genau, das darfst du mal steigern. Darfst du Magie steigern und Spirit. So, und jetzt müssten die eigentlich auch noch Skills bekommen. Die waren aber nicht hier. Oh, nicht Rest klicken. So, und die waren hier. Tirik, Axt erhöhen. Axt erhöhen. Da ist Expertenmodus. Man muss das so häufig steigern, um in den Expertenmodus zu kommen. Das ist definitiv eine Änderung. Also früher in 6, 7, 8, 9 war es so, dass man einen Skill auf Level 4 brachte und dann konnte man Experte werden. Und er ist jetzt 1, 2, 3, 4. Wahrscheinlich braucht er 5, 6, 7, 8, 9, 10 für den Expertenmodus. Also es ist alles ein wenig langgezogener. Was aber auch bedeutet, dass unsere Helden wesentlich langsamer mächtig werden. Was eigentlich ganz gut ist. Denn wenn man zu schnell zu mächtig wird, dann wird das Spiel auch zu langweilig, weil es später nichts mehr zu tun gibt. Also nichts mehr zum Skillen gibt. Brauchen wir denn wirklich alles auf Äxte packen? Warfare. Dein Mana wird um 2 erhöht pro Level. Yeah. Und du lernst die Fähigkeit Challenge. Das klingt doch schon besser. So. Einigermaßen ausgeglichen. Hast du jetzt Challenge bekommen? Challenge, da. Das Ziel von Challenge muss dich in der nächsten Runde angreifen. Das klingt gut. So. Du, Skills. 3 Punkte. Was genau macht Two-Handed eigentlich? Attackwert wird erhöht. Für eine Zweihandwaffe. Also er trifft besser. Ausweichen? Nö. Also erhöhen wir zweimal Mace. Damit er mehr Attack Value und mehr Schaden macht. Das macht nicht wirklich viel. Guck mal, wenn ich Mace erhöhe, kriege ich pro Punkt Erhöhung in Mace. Stopp. Ja, pro Punkt Erhöhung in Mace kriege ich 2 Attack Value dazu. Pro Punkt Erhöhung in Two-Handed bekomme ich nur 1 Attack Value hinzu. Das heißt, es macht 0 Sinn, Two-Handed zu steigern, solange man noch Mace steigern kann. Das ist komisch. Also machen wir es mal so. Anwenden? Ja. Du hättest gerne Bogen, würde ich sagen, erstmal. Aber auch einen Dolche. Weil wir haben ja gesehen, dass wir doch recht häufig in Nahkampf kommen. Weil die ganze Gruppe auf einmal in Nahkampf kommt. Und dann kann sie nicht mehr schießen. Also ein bisschen Dolche muss auch zwischendurch drin sein. So. Zing. Und du hast 3 Punkte über. Magischer Feuerschaden wird erhöht um 5% pro Punkt, den wir reinpacken. Das ist ganz schön mächtig. Wir könnten alternativ noch den Foki erhöhen. Aber das ist Crit-Chance für Zaubersprüche um 0,8%. Ich bin allgemein bei den meisten Spielen nicht so wirklich ein Fan von Crits. Denn ich habe lieber feste Werte, mit denen ich rechnen kann. Und nicht Glück oder Zufall. Also erhöhe ich Feuer, damit wir einfach schön schnell Gegner verbrennen können. So. Haben wir neue Feuersprüche vielleicht bekommen? Ne, die müssen wir wahrscheinlich kaufen in diesen Büchern. Ja, okay. Aber wir haben die Königin besiegt. Was hast du dazu zu sagen? Nichts. Gucken wir mal, ob es irgendwo so eine kleine Kammer gibt mit Schätzen. Das ist ja meistens so, wenn man Boss besiegt. Weil ich habe nicht... Oh, da scheint es weiterzugehen. Ich habe nämlich nicht wirklich darauf geachtet, was die Königin dabei hatte. Ich war einfach nur froh, dass sie tot war. Oh, Spinne. Und jetzt redet Maximus mit uns. Gut gemacht, Abenteurer. Das hat den Monstern gezeigt, dass sie sich nicht mit einer Sorpegal anlegen können. Das hast du gut gemacht. Hier ist deine Belohnung. Du hast es wohl verdient. Alles andere, was du hier unten noch finden könntest,
möge dir gehören. Aber sei vorsichtig, es wird noch andere Spinnen geben. Ja, da vorne. Ich werde bei der Garnison sein, falls du mich brauchst. Vielleicht hast du ja doch das, was es braucht, hm? Ja, haben wir. Wir gehen aber zurück. So, Fan. Fankampf. Wir sollten bei den beiden auch nochmal Fankampf erhöhen beim nächsten Level-Up. Weil das ist doch schon sehr praktisch, den Gegner auf Distanz ein wenig runter zu prügeln. So, sag ich ja. Gegen Gift, 3 Gold. Da ist eine Truhe und eine Spinne, die uns aber noch nicht sieht. Das finde ich aber auch gut, dass der Dungeon nicht so aufgebaut ist, dass man tunnelartig in eine Richtung geht, dann kommt der Boss, dann ist man fertig und geht in die Stadt zurück. Am besten noch mit einem Shortcut zurück zum Dorf, wie das bei Skyrim zum Beispiel ist. Das ist immer gleich. Man kommt in den Dungeon rein, geht runter, irgendwo unten ist ein Boss. Und hinter dem Boss gibt es eine Abkürzung zurück zum Eingang, damit der Spieler ja nicht zu weit laufen muss. Das könnte ja anstrengend oder nervig werden. Das ist völlig albern. Aber ja, hier genau richtig gemacht. Man hat den Boss umgebracht, es gibt immer noch was zu erforschen. Immer noch was zu töten. Und wir werden höchstwahrscheinlich den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Wie sich das gehört für ein altes Spiel. Oder ein Spiel, das der alten Wurzeln sich berufen will. So, töten. 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 Kein Mana verbrauchen. Einmal schießen können wir noch, das müsste eigentlich auch reichen. Und die Pfeile stecken da überall drin. Sehr cool. Taka, taka, taka. Steckt wirklich jeder einzelne Pfeil drin? 1, 2, 3. Nee, ich glaube nicht. Aber Hauptsache ein paar Animationen sind da. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass man nicht sieht, wie man die Umwelt verändert in einem Spiel. Sei es Monster oder Gegenstände oder was auch immer. Nö, also nur die Truhe. Schwing. Eine Axt, die nicht identifiziert ist und ganz schön viel Gold. So, jetzt ist die Frage. Wir wissen, bei dem einen NPC kann man Sachen identifizieren. Können wir das allerdings auch irgendwie selber machen? Sie vielleicht. Achso, wir haben hier immer dasselbe Inventar. Nee. Du, wenn ich das in die Hand drücke? Nee. Warte mal, dich legen wir weg. Dich können wir nicht in die Hand nehmen, weil du nicht identifiziert bist. Ah, okay. Ja, müssen wir dann doch beim NPC machen. Was aber auch ganz gut ist, denn das wäre dann ein Money Sing, nennt sich das. Allgemein jedes Spiel und gerade auch Online-Spiele, wobei das ja natürlich keins ist, haben das Problem, dass die Spieler zu schnell zu viel Gold bekommen. Loot all. Das war zum Beispiel bei Might & Magic 6 später doch ein ganz schönes Problem. Wenn man dann mit zig, hunderttausend Goldmünzen rumgelaufen ist. Weil es halt nicht so wirklich viel gab, was man machen konnte. Ja, man konnte Ausrüstung kaufen und so weiter, aber man konnte auch viel mehr Geld machen, indem man magische Ausrüstung wieder verkauft. Das heißt, es gab nicht genug Ausgebmöglichkeiten. Und das ist für einen Spieler nicht so schön. Ein Spieler will das Gefühl haben, ich erreiche was und mit dem, was ich erreiche, kann ich dann noch mehr erreichen und noch tollere Sachen kaufen und so weiter. Oh. Jam, jam, jam. Du probierst mal deinen Brüllen aus. So. Du, hau, hau. So. Bin er tot, dann kann ich ja weiterreden. Also ja, Money Sings sind wichtig, damit man das Gefühl hat, man erreicht auch was. Rückwärts. Zing, zing, zing. Und das ist ein 1A Might & Magic 6 Feeling, was ich gerade habe. Mit dem Pfeil schießen und rückwärts laufen. Okay, ich kann jetzt nicht mehr beides gleichzeitig machen, aber ja. Allein schon das 2-2-2-2 drücken. Das ist genauso wie das AAA drücken damals. Oh. Und 2-2-2-2-2. Das geht sogar richtig schnell dann da weg. Sauber. Komm her. 2-2-2-2-2. Und der Watch. Oh,
das sieht aus, als wäre das mal ein Banditenlager gewesen.